Der Cheesedorf in unserem Wohnmobil. Hallo, ich bin der Ralf von Jodeland. Ich sitze hier in unserem Robur Wohnmobil drin. Ich habe euch schon gezeigt, dass wir hier einen Cheesedorf nun eingebaut haben, einfach um 30 Kilo Gewicht zu sparen gegenüber seinem Vorgängerofen, einem schweren schwedischen Hütteofen mit Schamottauskleidung. Und jetzt möchte ich ausprobieren, wie der Cheesedorf arbeitet, wenn er dann hier zum ersten Mal angefeuert wird, was es für eine Hitzeentwicklung gibt, einmal im Fahrzeug und zum anderen natürlich auch mit dem Abgasrohr, wie das alles so von der Installation her funktioniert. Im Cheesedorf haben wir alles dabei, was wir brauchen hier, um die Abgasrohre dann auch außen anzustecken, und dann kann es losgehen. Hier im Fahrzeug installiert ist jetzt erstmal ein Winkel. Da hätte ich gern 2x45 Grad genommen, weil das der Abgaszug etwas verbessern würde. Aber man nimmt, was man hat. Der Platzbedarf wäre etwas zu groß. Also habe ich hier den 90 Grad Winkel genommen. Und die alte Durchführung, die mit Kaminwolle, also feuerfester Glaswolle, ausgestopft war, das Rohr ist deutlich kleiner jetzt. Da haben wir jetzt eine Silikonmanschette drauf gemacht. Sieht man hier von außen, glaube ich, noch mal besser dann. Genau, um das Rohr erstmal zu verjüngen auf das Maß hier. Aber ob sich das bewährt und ob an dieser Stelle nicht noch zu viel Hitze ist, dass das Silikon, was bis 300 Grad temperaturbeständig ist, doch in Mitleidenschaft gezogen wird, das werden wir einfach sehen. Ansonsten wird man hier auch wieder eine Metallblende drauf machen im passenden Maß und das Ganze nochmal mit da Kaminwolle dann auch ausstopfe. Hier haben wir jetzt die Rohre, für außen auch nochmal ein Winkel und zwei Verlängerungsrohre sowie ein Funkefang, dass uns, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in trockenere Gebiete stehen, nicht plötzlich ein großer Funke rausspringt, so dass es einigermaßen auch sicher zu beheizen ist. So, hier raucht es erstmal ein bisschen zum Ofen raus. Das heißt, die Bude hier wird ein bisschen eingeräuchert. Von daher müssen wir erstmal gucken, dass wir einen Kaminzug hinbringen. Machen wir hier die Klappe mal so gut es geht auf und dann hier zu. Und gucken mal, wie das Ganze hier zieht. Ja, das lässt sich doch ganz gut an. Das beobachten wir jetzt ein paar Minuten und dann wird der Ofen, glaube ich, gut brennen. Hier merkt man beim Anfeuern jetzt, dass der Zug schon so stark ist, dass die Lüftungsöffnung hier gar nicht ausreicht, sondern ich das Ofentürle ein Stück aufmachen muss, dass der Ofen sauber Luft kriegt
und auch abziehen kann. Also eins haben wir schon mal erreicht, ich bin am Schwitzen. Der Ofen produziert genug Wärme, um hier innerhalb von 10 Minuten die Hütte warm zu haben, sodass mein T-Shirt und die Lüftung auf hier sitzen kann. Nicht zufrieden bin ich mit dem Zug. Also der Ofen, der zieht nicht so, wie ich das gern hätte. Das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Zum einen natürlich die 290 Grad Winkel im Ofenrohr. Das ist eine Ursache, dass sicherlich der Zug nicht so ist, wie er sein könnte. Das kann man optimieren mit jeweils mehrere 45 Grad Bögen, um einfach eine bessere Kurve reinzukriegen. Müssen wir mal schauen, wie man das von der Dimension her vielleicht optimieren kann. Dann brennt hier im G-Stove das Feuer noch auf dem Aschebrot, das heißt, das Feuer kriegt von unten Luft und zieht durch. Das macht zum einen schon mal sehr viel Rauch und ja, ist auch, so wie es aussieht, allein mit der Klappe auch bei Tür auf nicht so richtig regelbar. Der zweite Versuch wäre jetzt natürlich noch hinzugehen und zu schauen, wie brennt das Feuer in seinem eigenen Aschebett. So befeuern wir zum Beispiel unser Backhaus. Da wird eben das Feuer nicht von unten her belüftet, sondern das brennt quasi von oben runter. Das wird auch oben angezündet. Und das wird dann wohl der zweite Versuch hier wäre. Also, wir versuchen ja noch ein bisschen was zu optimieren, um den G-Stove hier auch rauchfrei betreiben zu können. Ansonsten, wie gesagt, von der Leistung her, glaube ich, können wir super zufrieden sein. Ich glaube, ihr seht, wie mir hier der Schweiß schon über die Stirn läuft, obwohl ich hier nichts mache, außer nur dem Ofen zuzugucken. Bleibt dran. Wir gucken, was sich hier verbessern lässt, wie der Ofen besser brennt. Bis dahin sage ich schon mal spannende Grüße, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Tschüss, euer Ralf von Jutta Land.